Wir schauen uns jetzt, wie man das Ganze jetzt in Python benutzt. Wir hatten ja schon das Array, ja, und haben schon uns angeguckt, wie man das irgendwie Einträge daraus fischen kann. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie man damit rumrechnet. Ja, und ist natürlich, es ist eine Programmiersprache ist dann gut, wenn sie sozusagen dem Principle of Least Surprise genügt. Das heißt, man möchte eine Programmiersprache haben, die einen möglichst selten überrascht. Ja, und hier werden Sie jetzt auch nicht überrascht sein. Die wissen wahrscheinlich schon, wie es geht. Sie schreiben einfach A plus B hin und dann machen Sie Matrixaddition, ja, oder A mal B. Da gibt es dann eine kleine Subtlety, das ist dann doch ein bisschen anders in Python. Aber sozusagen, man möchte möglichst wenig Überraschung haben und das ist ja auch der Fall. Aber zunächst müssen wir nochmal lernen, wie erzeugt man denn sich jetzt eine Matrix in Python? Wir haben bisher ja nur eine reingeladen, aber wäre natürlich schön, wenn wir auch unsere eigenen machen können. Hier ist also so eine Matrix und wie erzeuge ich sie? Dafür gibt es die Funktion np.array. Die erzeugt Ihnen also so eine Tabelle, mit der ich rumrechnen kann. Sie können auch einfach sagen, ich nehme eine Liste von Listen von Zeilen. Ja, dann habe ich auch eine Art Matrix. Aber typischerweise in Python können Sie mit einer Liste von Listen, können Sie nicht Plus und Mal machen. Das ist dafür nicht definiert. Deswegen gibt es noch diese Library NumPy. Ja, die haben Sie ganz am Anfang gesehen und die wird abgekürzt immer mit NP. Und in dieser Library NumPy, NumPy, da steckt sozusagen die Funktion Array. Und die sozusagen transponiert, die modifiziert eine Liste von Listen zu so einem Array, mit dem ich rumrechnen kann. Konkret sieht es also so aus, ich rufe diese Funktion auf, npArray, Klammer auf und herein geht meine Liste von Zeilenvektoren letztendlich. Ja, oder meine Liste von Listen geht rein und entsprechend wird dann so eine Matrix erzeugt. Nur mal kurz, um damit rumzuspielen, wir sind irgendwo hier ganz unten schon im Text. Da gilt natürlich auch wieder, np.array also ich kann das auch mit einer einzelnen Zahl machen, klar, was kommt da raus? Oh, ist noch nicht definiert, was müssen wir machen? Da müssen wir also einmal dieses NumPy reinladen, import NumPy snp, ja, damit ist es also unter dem richtigen Namen verfügbar und dann kann ich das ausführen. Das ist jetzt auch eine Tabelle mit genau einem Eintrag. Ja, wenn ich jetzt hier zwei haben möchte, so, dann mache ich da noch, oder ich kann auch eine andere Zahl nehmen. Jetzt habe ich eine, sozusagen eine Zweikreuz-Irgendwas-Tabelle. Ich kann auch mir gleich das Shape mal angucken. Da wird jetzt also erst np.array ausgerechnet und dann wird darauf noch die Funktion Shape ausgeführt. Das ist eine 1-Kreuz-2-Matrix, wie man das auch erwarten würde. Gut, ich kann das aber auch anders klammern und kann sagen, das soll sozusagen jetzt hier eine Liste sein, wo ich zwei Listen drin habe, die jeweils ein Element haben. Was erzeugen wir damit? Damit erzeugen wir einen Spaltenvektor. Ja? Das ist jetzt ein Spaltenvektor. Und netterweise wird er dann hier in Python auch so dargestellt als so ein Spaltenvektor, sodass man sich nicht so richtig umstellen muss. Man fragt sich jetzt, was soll noch der ganze Kram drumherum? Naja, das sagt mir dann halt zum einen, das ist im Prinzip eine Liste von Listen. Ja? Und zwar eine, die noch durch dieses Array, durch diese Array-Funktion geadelt wurde, sodass ich damit auch Addition und Multiplikation und sowas machen kann. Entschuldigung. So. Gut, soweit, so gut. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier mal versuche, machen wir mal eine größere Matrix. Funktioniert, aber was wäre jetzt, wenn ich jetzt hier noch ein weiteres Element reinlege? Da, das Problem ist ja, im Prinzip geht das ja in Python. Ja, ich kann ja eine Liste machen. Eine Liste von Listen, die unterschiedlich lang sind. Das geht natürlich. Warum nicht? Ich könnte auch Strings reinpacken. Das ist alles kein Problem. Aber wenn ich damit jetzt gleich rechnen möchte, ja, durch dieses np-Array adele ich diese Liste von Listen, ja, sodass ich damit rechnen will, dann gibt es eine Fehlermeldung. Aber die falsche, dann gibt es die Fehlermeldung, dass ich mich vertippt habe. Und jetzt gibt es nochmal die Fehlermeldung, oh, dass der sich gar nicht darum stört. Ja, das ist natürlich verblüffend. Aber es ist nicht mehr so ein richtiges Array, wie ich haben will, sondern es ist jetzt ein Array, was einen falschen Datentyp hat. Ich wollte eigentlich haben den Datentyp int. So. Jetzt gibt es eine Fehlermeldung. Okay. Ich kann sozusagen der Funktion Array auch sagen, dass die Einträge in meinem Array müssen unbedingt Integer-Zahlen sein. Und dann meckert er jetzt und sagt, naja gut, die eine Zeile ist kürzer als die andere, kann ich nicht machen. Wenn ich ihm nicht sage, welcher Datentyp das ist, dann versucht er trotzdem was zusammenzubasteln und hat jetzt halt dann irgendwie daraus eine Liste gemacht. Okay. Also ich habe das noch nicht oft genug benutzt, um das vorherzusagen. Das hätte
Das hatte ich jetzt gedacht, kommt direkt die Fehlermeldung. Aber scheinbar muss ich ihn erst dazu zwingen, dass er wirklich ein Integer-Array macht. Gut, soweit, so gut. Das Shape bekommt man also einfach mit Punkt Shape. Ja, haben wir schon gesehen. Ist auch, glaube ich, hier noch drin. Wir hatten ja dieses große X. Ja, das ist gar nicht mehr da. Oder war das ein kleines X? Da ist es noch. Und dem kann man ja auch einfach das Shape aufrufen. Das war diese 150,4, die wir am Anfang gesehen haben. 150 Zeilen, also 150 Mal habe ich eine Iris ausgemessen mit jeweils 4 Merkmalen. Gut. Wie addiere ich jetzt 2 solche Sachen? Hier ist das Beispiel und hier ist der zugehörige Code. Ja, da definiere ich mir jetzt also erst so eine Matrix in NumPy, hier die zweite Matrix, und ich gebe den Variablen a und b sozusagen das Ergebnis. A ist jetzt keine Zahl, a ist kein String, a ist auch nicht eine Liste. A ist jetzt ein ganz bestimmtes Datentyp, und zwar ein NP-Array, ein NumPy-Array, mit dem man rumrechnen kann. Und dort kann ich dann einfach schreiben a plus b und er macht die richtige Operation. Okay? So weit, so gut. Subtraktion ist jetzt wirklich keine Überraschung für Sie. Das funktioniert auch so, wie man erwarten würde, ja, indem man das halt einfach komponentenweise voneinander abzieht. Ja, das ist jetzt irgendwie, dass jetzt hier 4 rauskommt, weil ich habe halt minus minus 2 und minus minus 2 ist natürlich plus 4, ja, falls Sie da irgendwie drüber stolpern. Gut, Scalar Multiplication kann man auch ganz einfach machen in Python, ja, indem ich einfach da jetzt 2 Sternchen A davor schreibe. Das heißt, das Ding kommt also damit zurecht, dass ich normale Zahlen nehme und die mit solchen ND-Arrays, so heißen die Dinge, auch multipliziere. Kommen wir zur Matrix-Multiplikation. Das ist so ein bisschen more tricky. Da steht schon be aware, be careful with the multiplication. Und an der kleinen Schriftart könnt ihr schon sehen, dass jetzt hier so eine große Ausgabe mit Fehlermeldung folgt. Wenn ich das also einfach probiere, dann gibt es hier eine Fehlermeldung. So, schauen wir uns an, was die Fehlermeldung ist. Die Operanden, das sind wahrscheinlich A und B, konnten jetzt nicht broadcasten together with shapes 3221. Broadcast hört sich so nach Radio an, ja, senden und so. Das liegt daran, Python versucht irgendwie clever zu sein. Ja, wenn ich 2 verschieden große Arrays habe, dann versucht er halt von den kleineren Arrays einfach immer noch so Kopien hinten dran zu kleben, sodass das Shape dann doch gleich groß ist. Das nennt sich Broadcasting. Ja, wenn also sozusagen ein schmaler Vektor auf so eine Matrix losgelassen wird und ich will das komponentenweise aufaddieren, ja, dann macht er das in Python so, dass der von diesem Vektor ein paar Kopien macht, sodass die Größen wieder übereinstimmen. Das ist irgendwie gut. Aber ehrlich gesagt, ich finde es ein Nachteil, weil man damit Fehler nicht so schnell findet, wenn man halt mal so Fehler findet. Aber hier konnte er das nicht mal machen, weil die Dinger so verschieden waren. Er konnte jetzt hier keine Vielfachen von diesem Vektor bilden, sodass es irgendwie aufeinander passt. Fragen wir uns natürlich, aber warum? Das müsste doch eigentlich so sein, dass die inneren Dimensionen müssen ja übereinstimmen. Und die stimmen ja, ne? Das ist ja hier wirklich eine 3x2-Matrix und das hier ist eine 2x1-Matrix. Müsste also hinhauen. Der Grund ist, dieses Sternchen, da haben sich die NumPy-Programmierer überlegt, da nehmen wir die komponentenweise Multiplikation, die man so gut wie nie benutzt, ja, die legen wir auf das Sternchen. Und für die Matrix-Matrix-Multiplikation, da haben wir noch ein anderes Symbol für, da nehmen wir das Add-Zeichen. Kann man machen, ja. Aber eigentlich warum? Andere Programmiersprachen haben an der Stelle auch das Sternchen. Das ist so die einzige Hürde, die man jetzt hier hat. Dass jetzt dieses Sternchen, wo man Principle of Least Surprise denken würde, das ist die richtige Multiplikation, wie sie halt für Matrizen definiert ist. Stattdessen sozusagen muss man dieses Add-Zeichen benutzen, was ein bisschen komisch ist. Aber gut, wenn das so ist, dann müssen wir das machen. Sie schreiben ja sowieso nicht so viel Code. Mein Ziel bei Ihnen ist jetzt auch mehr, ja, so ähnlich wie wenn ich Ihnen Klavierunterricht geben würde und dann sage ich Ihnen jetzt, ja, dass Sie irgendwann mal Chopin spielen, das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass Sie ein besserer Zuhörer werden. Ja. Und das Gleiche meine ich jetzt hier beim Programmieren beibringen. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie sich jetzt nächtelang hinsetzen und neue Apps schreiben oder sonst was, aber Sie sollen ein guter Zuhörer werden für schönen Code oder für ein Tutorial über Machine Learning, wo Sie dann den Code, den andere geschrieben haben, nachvollziehen können. Ja. Aber andererseits möchte ich Sie auch nicht bremsen in Ihren Ambitionen. Also jeder hat das Zeug dazu, irgendeinen Kram zu schreiben. Das machen schon Kinder als Hobby sowas. Ne? Gut, das also zur Matrix-Multiplikation. Da muss man also vorsichtig sein. Da muss man also ein Add-Zeichen benutzen und nicht ein Sternchen. Okay, können Sie sich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht merken. Aber Sie werden merken, dass Sie wieder solche Fehlermeldungen kriegen. Und dann erinnern Sie sich vielleicht, da war doch was, ne, mit dem Add-Zeichen. Gut, soweit so gut. Transposen geht natürlich auch. Das macht man mit dem Punkt T.
Das ist so ähnlich wie eine neue, so eine Eigenschaft aufrufen von dem A. Ja, ich rufe eine Eigenschaft auf. A.shape gibt mir die Eigenschaft, Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten. Komischerweise eine andere Eigenschaft ist die Matrix selber, aber umgedreht, so gedreht, so gespiegelt. Ja. Ist praktisch. Ja, kann man also sehr schön kurz schreiben. Es gibt Programmiersprachen, wo man einfach nur schreibt A'. Und schon einmal eine transponierte Matrix. Das ist noch cooler. Ja, das ist also noch schöner. Okay, soweit, so gut. Vektoren, eine Frage. Wo die Diagonale ist, ob man das nicht angeben müsste, könnte man so machen, man könnte eine Funktion schreiben, aber transponiert, man transponiert immer so, dass die Diagonale so ist, dass die Elemente, die hier die, also die, das Element 1,1 soll seinen Platz nicht wechseln, das Element 2,2 soll seinen Platz nicht wechseln, das Element 3,3 soll seinen Platz nicht wechseln, das ist immer die Diagonale. Ist immer diese Diagonale. Ne? Und man benutzt immer nur dieses Transponieren, nie irgendein anderes. Ne? Und wenn Sie sozusagen ein Paper schreiben und an Ihr Paper so anfangen, übrigens, wir definieren transponiert jetzt anders, und zwar die andere Diagonale, und wir definieren auch Multiplikation ganz anders, folgendermaßen, und dann schreiben Sie Ihre Mathe auf, dann kann das alles super richtig sein, und Spock wird es auch sofort verstehen, ja, aber niemand anderes wird es sofort verstehen, ja, weil das sozusagen die Konvention ist, wie die Operation gemeint ist. Also es ist immer diese Diagonale. Es gilt, eine Diagonalmatrix ist eine Matrix, die nur Einträge auf der Diagonalen hat, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist die Diagonalmatrix und die Transponiertoperation soll sozusagen eine Diagonalmatrix nicht verändern. Ja, und wenn die Transponiertfunktion das macht, dann ist das die, die man so üblicherweise benutzt. Gut, kommen wir zu Vektoren. Vektoren in Python ist auch so ein Thema. Man hätte es so schön machen können und es wird irgendwie ein bisschen kompliziert gemacht und ein bisschen unschön gemacht. Ja? Aber gut, schauen wir uns an, was es hier gibt. Es gibt zwei Arten, wie man Vektoren machen kann. Ja? Ich habe hier mal so das zusammengebastelt. Zum einen gibt es hier, das hier ist jetzt so eine 3-Kreuz-2-Matrix. Dann habe ich hier einmal einen Zeilenvektor und einen Vektor, wo ich gar nicht mehr weiß, also das ist hier so eine Art Spaltenvektor oder eine Matrix mit nur einer Spalte und dann habe ich sowas, wo ich irgendwie nur eine Liste von Zahlen reinschreibe. Und das stimmt natürlich, ein Vektor ist eigentlich nur eine Liste von Zahlen. Nur, dass ich mir bei dem jetzt ja nicht merken kann, ob es ein Zeilenvektor oder ein Spaltenvektor ist. Ja? Das heißt also, wenn ich einen Vektor einfach nur als Liste von Zahlen auffasse, dann kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, ob ich den von links oder von rechts an eine Matrix ran multiplizieren muss und so. Das ist also so ein bisschen unklar. Schauen wir uns mal einmal die Details an. Unser B ist also so, wie wir das typischerweise kennen, ja, ein 2-Kreuz-1-Matrix, also ein Vektor, weil er nur eine Spalte hat. Unser A ist jetzt eine passende Matrix, sodass ich von rechts das B dran multiplizieren kann. Das hat also genau 2 Spalten und das B hat genau 2 Einträge. Das Ergebnis ist also so ein 3-Kreuz-1-Vektor. So, das ist die andere Schreibweise für Vektoren in Python, wo ich mir nicht merke, ob es ein Spalten- oder ein Zeilenvektor ist. Und der hat das Shape 2, nix. Ja? Das 2, nix ist erstmal ein bisschen verwirrend vielleicht. Aber das ist so, ein Shape ist nun mal immer eine Liste von Zahlen. Und um sicherzustellen, dass man das hier noch so als Liste erkennt, schreibt man da noch ein Komma hin. Ja? Weil dann ist es halt nicht Klammer auf, 2 Klammer zu, was ja das gleiche ist wie 2, so wie wenn man so Ausdrücke klammert, sondern das 2 Komma in Klammern sozusagen ist also eine Liste. Das ist eine Spezialliste, Sie haben ja auch gesehen, ich benutze hier andere Klammern, ne? Das ist aber auch eine Liste. Nennt sich dann Tupel und ist unveränderlich, aber das sind Details. Also dieses Komma hier stellt einfach nur sicher, dass man diese runden Klammern nicht missversteht und denkt, dass man die weglassen kann, weil die 2 ja eigentlich auch so schon eine Zahl ist. Sondern das ist also eine Liste mit einem Element, wo das eine Element die 2 ist. Und interessanterweise kann ich das auch mit einer Matrix multiplizieren und da kommt dann so ein gleicher Vektor raus, von der gleichen Sorte. Auch einer, wo ich nicht weiß, ob es Zeilen- oder Spaltenvektor ist. Ja? Das sind also so Sachen, die man auch manchmal sieht, dass ein Vektor also so definiert wird wie hier. Insbesondere als wir die Iris-Daten am Anfang reingeladen haben, das Y, das ist auch so ein Vektor, das ist ein 150-nix-Vektor, ja, den man aber benutzen kann, man muss nur manchmal aufpassen. Einfacher ist es eigentlich immer, wenn man sich vorstellt, welche Matrix wäre denn dieser Vektor? Ist es ein 150-Kreuz-1-Vektor, Matrix oder ist es eine 1-Kreuz-150-Matrix? Und dann wissen Sie genauer Bescheid, wer mit wem irgendwie multipliziert werden kann. Das ist also so ein bisschen Verwirrung, die man hier mitstiftet. Ja? Gut, ich finde das eine besser, können Sie sich ja mal durchlesen. Ja, ich zeige Ihnen gleich noch andere Sachen, deswegen
drücke ich ein bisschen auf die Tube. Aber in Python kann man natürlich beides machen. Aber ich persönlich finde halt dieses explizite 2-Kreuz-1 besser, wenn man dann zwischen Spalten und Zeilenvektor unterscheiden kann. Ja. Aber das sind jetzt so Technicalities, die können bei Ihnen auch links rein und rechts wieder rausgehen. Ja, das, irgendwann haben Sie vielleicht mal so eine Situation, dass irgendwas nicht funktioniert und Sie wissen nicht warum. Dann denken Sie nochmal über dieses Slide nach, ob es vielleicht damit zusammenhängt. Ja, das könnte eine Fehlerquelle sein. Gut, das war die Sache mit der Klammer und dem Komma. Das habe ich mal hier in die Slides reingeschrieben. Können Sie dann ja danach lesen. Zurück zu Iris Dataset. Hier haben wir nochmal diese Features. Und wenn wir uns das Shape angucken, sehen wir also, das Y hat also dieses komische 150-Komma-Shape. Und jetzt wissen Sie auch, warum, was das also soll. Das ist also ein np.array gewesen, wo man nur eine Liste reingegeben hat. Okay, und das kann man als Vektor benutzen. Aber man muss aufpassen, wo man es multiplizieren kann und wo nicht. Okay, prima. Das haben wir jetzt schon gesehen. In NumPy bedeutet das jetzt, wenn ich also meinetwegen jetzt nur diese Gewichte mal konkret wähle, weil ich irgendwie als Botaniker genau weiß, das vierte Feature ist total wichtig, das kriegt jetzt das Gewicht 0,5, so von Hand eingetragen. Und ich will diesen Vektor loslassen auf meine Datenmatrix, kann ich das jetzt in NumPy also einfach so machen. Das heißt jetzt also, solche Operationen auf so großen Tabellen, da muss ich jetzt also keine Schleife machen, keine Loop und über die einzelnen Zeilen iterieren und über die einzelnen Spalten iterieren, sondern indem ich diese Matrix-Multiplikation so ein bisschen kompliziert definiert habe, spare ich mir diese ganzen Schleifen ein und brauche die fast alle gar nicht mehr und kann einfach Sachen total kurz und knapp schreiben. Ja, deswegen ist es irgendwie geschickt und schön. Und das ist auch typischerweise Code, den Sie so sehen werden, wenn Sie irgendwie einfache Verfahren sich anschauen. Gut, wie findet man jetzt W1 bis W4? Ja, das ist eine andere Story. Die Methode heißt Linear Discriminant Analysis und aus Ihrer Perspektive können Sie sagen, ja super spannend, will ich unbedingt lernen und so, wo ist die Wikipedia-Seite dazu und ich will Bücher lesen und meine Statistikerinnen-Kollegin fragen und so. Oder Sie sagen, ist mir egal, ich mache einfach Import Linear Discriminant Analysis und benutze die Funktion. Jemand anders hat sich das ausgedacht, da gibt es eine Funktion, da geht eine Matrix rein und Gewichte kommen raus. Und dann kann ich mir die wieder als Botaniker angucken und kann die interpretieren und mein Paper schreiben. Und ich muss nicht LDA neu erfinden. Ja? Das können Sie also machen, wie Sie wollen. Ja? Andererseits jetzt so mal, ne, ist natürlich gut, wenn man die Methode auch versteht, wenn man sie benutzt, ne, wenn man die nicht so als Back, aber gut, das ist eine andere Story. Das müssen Sie dann wissen.